Hallo, liebe Tarotistinnen, Tarotisten, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Legesystem der Mantika. Mein Name Roe und ich freue mich, dass ich euch heute dieses tolle Legesystem vorstellen darf. Dieses Legesystem kennen wir aus den Publikationen von Hayao Banzhaf. Hayao Banzhaf war ja der Wegbereiter für Tarot. Hayao Banzhaf hat ja für den deutschsprachigen Raum sehr tolle, schöne Bücher geschrieben. Wenn wir ganz ehrlich sind, war er ein großer Wegbereiter für alle, die heute in der Szene unterwegs sind. Und auf diesen Weg möchten wir eine kleine Reminiszenz an ihn erweisen. Und ihr seht schon im Hintergrund ein Legesystem aus seinem Zyklus. Und zwar dieses Legesystem heißt Leonardo. Leonardo, ja, warum? Für was brauche ich denn? Für was sollte ich denn Leonardo überhaupt nutzen? Leonardo hilft uns, Tendenzen zu erkennen. Tendenzen zu erkennen, wissen, wo es hingeht, um Möglichkeiten auszuloten. Und wofür nicht? Ne? Wenn ich eine schnelle Entscheidung will, wenn ich ruckzuck wissen möchte, wo es hingeht, dann eignet sich dieses Legesystem weniger. Ihr kennt auch schon unsere Schwierigkeitsstufen, wir haben uns das mal angeschaut und wir würden dieses Legesystem für eine Legestufe Nummer 5 nennen oder einstufen. Ja, und lasst uns doch einfach das Ganze starten, denn nichts sagt mehr als wie 78 Bilder auf einem Legesystem von 8 Kartenpositionen. Ja, es geht los. Ja. Gehen wir an. Ich habe hier mal 8 Platzhalterpositionen ausgelegt und ich würde ganz gern dieses Legesystem, hier habe ich das Buch nochmal von Hayao Banzhaf, damit ihr das auch seht, das Geheimnis der Hohenpriesterin heißt das Werk, das er uns hier zur Verfügung gestellt hat. Vielleicht drehe ich es auch so rüber, dann passt die ganze Sache besser. Ja, das Geheimnis der Hohenpriesterin und erschienen ist es im Hugendubel Verlag. Wahrscheinlich müsst ihr ein bisschen im Internet suchen, denn es ist sicher nicht mehr einfach so erhältlich. Ja, und dann gehen wir doch einfach her. Ich schlage das Legesystem auf, damit ich euch auch die richtigen Positionen verrate. Und dann geht's schon los. Ich nehme die Karten mal zusammen. Ich möchte ganz gern so wissen, wo ist denn die Tendenz, wo geht es denn hin mit unseren tollen Videos? Ne? Dann manchmal ist man ja auch als Kartenleger neugierig. Und dann schauen wir uns mal an, wie wir diese das Legesystem einbinden in unser System. Und für die, die die Mantiker kennen, ich kann leider nicht so schön die Karten auffächern wie Kirsten. Ich übe da auch schon längere Jahre daran. Aber ihr wisst ja, jeder hat so seine Spezialitäten. Wir brauchen insgesamt 8 Karten und die ziehe ich jetzt. Sechs, sieben und die achte. Nummer eins ist oben. Zwei, drei, vier an der Basis. Fünf. Nummer sechs. Nummer 7, Nummer 8. Ja, dann schauen wir uns mal an, um was geht es denn überhaupt? Ja. 9, der Schwerter. Das wäre so unser Thema, um das es geht. Ja. Gedanken, was machen wir als nächstes? Welche Ideen haben wir? Wo wollen wir schlussendlich mit unseren ganzen Ideen hinkommen? Wo finden wir es toll? Wo finden wir es weniger schön? Was ist gewünscht, was ist weniger erfreulich? Nummer 2,
Das greifbare Ziel. Ja, das greifbare Ziel. Wir haben immer noch ein bisschen so unsere Bedenken. Geben wir euch auch die richtigen Videos raus? Habt ihr an denen auch Spaß? Freut euch das? Ja, da sind wir noch in unserer kritischen Phase, wo wir auch versuchen, jedem auch Möglichkeiten zu geben, durch unsere neue Herangehensweise auch neue Ziele, neue Zeichen zu geben. Position 3 sind die Hoffnungen und die Ängste. Mit Hoffnungen, mit dem Herrscher, ja, da kann man ja sehr gut leben, wenn nämlich der Herrscher, wenn unsere Strategien, unsere Überlegungen, unsere Möglichkeiten euch erfreuen, dann haben wir die Win-Win-Situation. Und gleichzeitig, ja, haben wir aber auch da als Spiegelung davon, wie sagt es Lilo Schwarz so schön in ihren Büchern, die Rückseite der Medaille, ja, wo überfordern wir, wo haben wir zu viel Regeln, wo haben wir zu starke Tendenzen, zu starke Zeichen, wo können dann unsere Zuseherinnen und Zuseher nicht mehr mitkommen. Position Nummer 4, das ist die Basis, das Fundament, auf dem wir stehen. Ja, 10 der Kelche. Ja, wir haben immer noch Spaß, wir haben immer noch Freude an unseren Videos. Wir würden ganz gern mehr Zeit dafür hergeben, damit wir tolle Videos produzieren. Arbeiten wir noch daran. Und wir haben aber auch schon ganz viel geleistet in den letzten 10 Monaten und von daher gesehen, ja, das ist unsere Basis, das ist die Freude. Ja, daran arbeiten wir immer weiter, da geben wir nicht auf, da bleiben wir dran. Position Nummer 5. Position Nummer 5, die höhere Bedeutung. Ja, die höhere Bedeutung, 7 der Scheiben, 7 der Scheiben. Hier haben wir die höhere Bedeutung, dass das, was wir raussenden, das, was wir weitergeben an euch, das soll Wachstum produzieren. Und zwar nicht nur Wachstum für euch, nicht nur Wachstum für uns, sondern Wachstum für alle. Und dieses Wachstum ist wunderbar dargestellt in diesen 6 Münzen, die wir hier noch am Strauch sehen. Und eine, ne, ist schon gefallen, der erste Schritt ist getan. Und jetzt reifen die anderen Produktionen, jetzt reifen unsere weiteren Ideen, jetzt reifen unsere ganzen Produktionen. Nummer 6 haben wir hier oben und Nummer 6 ist seine höhere Bedeutung bei 5. 6 ist die unerwarteten Einflüsse. Ja, und unerwartete Einflüsse sind die 9 der Münzen. Wenn ich jetzt ganz frech bin, dann sage ich, wow, also unsere Produktionen sind so cool, dass wir auf einmal nicht nur auf Deutsch senden, sondern auch auf einmal auf Englisch, Russisch und Chinesisch. Ist natürlich ein bisschen über, aber das, was unerwartet kommt, ist, dass wir hier mit unseren Videos, dass wir hier mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, noch viel weitergehen, noch viel weiterkommen, noch ein viel größeres Publikum erreichen, die mit dem, was sie sehen, auch zufrieden sind. Denn es kann nur, ja, ich komme wieder zurück auf diese Karte, eine Win-Win-Situation sein. Win-win für euch, win-win für uns, indem wir alle mit der Freude weiter auf unsere Produktionen gucken und sagen, ja, da habe ich was davon mitnehmen können, das war gut. Nummer 7 ist eine Tat, mit der die Basis gestärkt werden kann. Eine Tat, mit der die Basis gestärkt werden kann und hier haben wir die Karte, die Sonne. Trumpf 19. Ja, ich denke, dass wir weiterhin wie dieser Narr, dieser gereifte Narr auf diesem neuen Medium sitzen und weiter reiten, unsere Fahne weiter dafür hochhalten und weiter da sind für dieses Medium Videos, dieses Medium Filme rausgehen und euch die Möglichkeit geben, mit uns gemeinsam was weiterzuentwickeln, was weiterzubringen. Dass Menschen sehen, die vielleicht kritisch gegenüber dem Thema
Beratung mit Karten, mit Bildern kritisch eingestellt sind, dass wir hier die Chance geben, klarer zu werden und auch den Menschen dann neue Perspektiven ermöglichen. Ja, und last but not least, eine Erkenntnis oder Einsicht, mit der die Basis noch weiter gestärkt werden kann. Ja, da haben wir den Turm. Und ich finde, der Turm ist in dieser Hinsicht unser Kritiker, ja, der uns immer wieder darauf hinweist, nein, noch ist es nicht gut genug. Noch ist Potenzial nach oben. Noch könnt ihr es besser. Noch ist nicht der Zenit erreicht. Denn dieser Turm sagt auch immer wieder, erlaubt euch kritisch zu fragen, ist das Status quo in Ordnung? Ja, bis jetzt ganz toll mit unseren 8 Karten. Aber ich würde ganz gern die Quintessenz ausrechnen, die 9. Karte. Wir haben hier 9, 16, 26 und 8 ist 34, 44, 50, 60, 79, 83 und 9 ist 92. 9 und 2 macht 11. Ja, wir haben hier die Karte Gericht. Ja, ich sollte vielleicht die Karten richtig rumhalten. Ja, wir sind Ich habe sie hier. Mit der Karte Gerechtigkeit 11, 9 und 2, 92, haben wir die Möglichkeit, ganz klar auszubalancieren, was haben wir schon, was brauchen wir noch, wo müssen wir feilen, was dürfen wir weglassen, was zeigen wir ganz klar vor unserem roten Vorhang und was ist dahinter. Bei mir im Moment sind es Bücher, aber ihr seht schon, dahin geht es und ich finde diese Legung eine sehr schöne. Wir haben auch sehr eindrucksvolle und wuchtige Karten. Ja, wir haben von 50% der großen Arkana und ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Feedback gebt, entweder als Feedback auf die Videos oder per E-Mail unter agora@dimantica.de. Wir freuen uns immer auf ein Like von euch und wenn es für euch in Ordnung ist, dann freuen wir uns auf Ideen von euch, was ihr von euch vielleicht uns noch als Videos erwartet, wo ihr noch eine Idee habt, was ihr vielleicht als Ideen uns präsentieren wollt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen und bitte vergesst nicht, never give up.